Fast jeder, der schon mal Ameisen gehalten hat, wird es kennen. Man kauft oder baut den Ameisen ein neues Nest und die Ameisen ziehen einfach nicht um. Ja, Ameisen machen nicht immer, was man will und genau darum wird es in diesem Video gehen. Ich werde euch jetzt ein paar interessante Geschichten erzählen, in denen es darum geht, wie ich probiert habe, das Verhalten der Ameisen zu kontrollieren, letztendlich aber gescheitert bin. Am Ende gehe ich darauf ein, weshalb es so wichtig ist, geduldig in der Ameisenhaltung zu sein. Die erste Geschichte, die ich euch erzählen möchte, geht um ein Video, was ich eigentlich noch erstellen wollte, aber ich war in den letzten Tagen etwas zu faul dafür, vor allem weil es eben nicht so gut funktioniert. Und zwar will ich ein Video machen, in dem die Ameisen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz eine Art Gemälde oder ein Bild erschaffen. Die Idee dahinter war, dass ich mir verschiedene Kategorien ausdenke mit jeweils verschiedenen Begriffen. Im nächsten Schritt würden die Ameisen pro Kategorie einen Begriff auswählen und im letzten Schritt würde ich dann die Begriffe kombinieren, die in eine künstliche Intelligenz eingeben und dann die künstliche Intelligenz aus den Begriffen ein Bild erstellen lassen. Am Ende würde zum Beispiel sowas wie roter laufender Zug entstehen. Das habe ich hier in eine KI eingegeben. Ich finde zwar, dass der Zug nicht wirklich läuft, aber naja, KIs sind ja auch noch ein bisschen in der Entwicklung. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie schafft man es, dass die Ameisen einzelne Begriffe auswählen? Das erkläre ich euch jetzt am Beispiel von der ersten Kategorie, die ich mir ausgedacht habe, und zwar Farbe. In dem Fall habe ich jetzt einfach verschiedene Farbpunkte auf ein Blatt Papier raufgemalt, das Ganze dann in eine Klarsichtfolie reingelegt und dann obendrauf auf die Klarsichtfolie über die Farbpunkte einen Honigtropfen platziert. In dem Bild, was ihr seht, habe ich jetzt da ein bisschen Birne drauf, aber ihr versteht das Prinzip. Und das habe ich dann, das habe ich tatsächlich schon gemacht, auf meine Terrasse raufgelegt, festgeklebt. Und ich hätte dann geguckt, nach irgendwie ein paar Stunden oder einem Tag, an welchem Honigtropfen die meisten Ameisen sind. Würden die meisten Ameisen zum Beispiel von dem Honigtropfen, der über dem blauen Feld ist, essen, dann würde ich diese Farbe auswählen. Weiter hätte ich das dann noch mit anderen Begriffen gemacht, aber wie schon erwähnt, hat das selbst mit den Farben nicht richtig funktioniert. Denn die Ameisen sind einfach nicht auf diese Klarsichtfolie raufgelaufen. Ich habe Ameisen auf meiner Terrasse gesehen. Irgendwann war sogar mal eine Ameise auf dieser Klarsichtfolie. Aber die haben sich gar nicht für den Honig interessiert, was ich wirklich nie gedacht hätte. Vielleicht mögen sie die Plastikfolie nicht, aber auch das würde mich irgendwie verwundern, weil man Ameisen zum Beispiel super in Plastikbehältern halten kann. Nun könnte man sich fragen, wieso habe ich das Experiment nicht mit meinen eigenen Ameisen gemacht? Das erkläre ich euch jetzt. Ich habe nämlich schon mal etwas Ähnliches versucht. Vielleicht erinnert ihr euch an ein Video von mir, in dem es darum ging, dass meine Ameisen die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler auswählen sollen. In dem Video haben die Ameisen Annalena Baerbock ausgewählt. Natürlich ist irgendwie klar, dass das kein Zufall war. Mein erster Versuch, die Ameisen quasi zu manipulieren, hat aber nicht funktioniert. Damit die Ameisen überhaupt erstmal eine Wahl treffen können, habe ich die Bilder von den drei Kandidaten ausgedruckt und dann über diese Bilder auf so eine Glasscheibe dann Zuckerwassertropfen platziert. Was ich dann manipuliert habe, ist, dass ich bei dem Zuckerwassertropfen, der auf dem Feld von Annalena Baerbock ist, in den habe ich mehr Zucker reingemacht, in der Hoffnung, dass die Ameisen dann diesen Zuckerwassertropfen präferieren. Den Behälter, in dem die Glasplatte mit den Zuckerwassertropfen drin waren, den habe ich mit einem Schlauch mit dem Ameisennest verbunden. Aber die Ameisen sind einfach nicht in diesen Behälter gegangen. Entweder hat es sie nicht interessiert oder sie haben den irgendwie nicht richtig gefunden. Es hat ewig gedauert und dann waren auch nur sehr wenige Ameisen da drin und die haben den Zuckerwassertropfen irgendwie nicht richtig gefunden. Irgendwann, als sie dann mal einen gefunden haben,
waren es so wenige und man hat kaum irgendeine Differenz gesehen, dass ich das nicht wirklich für mein Video verwenden konnte, weil der Sinn des Videos war es ja, dass die Ameisen am Ende eine Kandidatin oder einen Kandidaten auswählen. Um mein Ziel dennoch zu erreichen, habe ich dann eine Schokoschabe in das Gehege meiner Ameisen reingelegt. Die Ameisen sind dann auf diese Schokoschabe raufgelaufen und ich habe diese dann auf das Feld von Annalena Baerbock platziert und noch zwei weitere etwas ältere Schokoschaben auf die anderen Felder raufgelegt. Und dann sah es so aus, als hätten die Ameisen Annalena Baerbock ausgewählt, obwohl ich natürlich einfach nur diese Schokoschabe mit den ganzen Ameisen da drauf platziert habe. Jetzt wisst ihr auch, warum ich für das neue Experiment das Ganze draußen machen wollte, weil dann nicht das Problem ist, dass die Ameisen erstmal in einen Behälter finden müssen, sondern da laufen ja überall schon Ameisen rum. Hat, wie ich vorhin schon erzählt habe, natürlich trotzdem nicht funktioniert. Bei der nächsten Geschichte handelt es sich um einen Ameisenbefall, über den ich auch schon ein Video gedreht habe, was ihr euch gerne nochmal angucken könnt. Meine Idee war es, um diesen Ameisenbefall abzuwenden, ein Nest zu kreieren, das so perfekt ist, dass die Ameisen aus meinem Zimmer in dieses Nest reinziehen und ich sie dann entfernen kann. Es hat auch irgendwie funktioniert, da sehr viele Ameisen in dieses Reagenzglas reingegangen sind, aber letztendlich ist nicht die Königin reingekommen, auch nicht der Großteil der Brut und es sind einfach nur immer mehr Ameisen in mein Zimmer reingekommen. Selbst mit relativ viel Wissen über Ameisen, das ich mir über die letzten Jahre angeeignet habe, ist es also nicht immer leicht vorherzusagen, was die Ameisen tun und Bedingungen so zu gestalten, dass die Ameisen wirklich das machen, was man selber will. Als letztes kommen wir zu einer Geschichte, bei der ich mir nicht wirklich sicher bin, ob ich die so richtig erklären kann. Und zwar wollte ich, dass meine Ameisen Geometry Dash spielen. Vielleicht kennt ihr noch dieses Handyspiel, bei dem so ein Würfel über Hindernisse rüberspringen muss. Und um das zu erreichen, habe ich so eine Art Geometry Dash Level aus Lego gebaut. Dann habe ich am Ende von dieser Konstruktion Futter platziert und das dann in das Gehege meiner Ameisen reingelegt. Ich wollte, dass die Ameisen da durchlaufen und das Futter finden und sich so eine Art Ameisenstraße bildet. Was ich dann noch gemacht habe, und das finde ich wirklich schwierig zu erklären, ist, dass ich so eine Art Ameisenstraße vorgefertigt habe. Ich habe nämlich in diese Lego-Konstruktion Watte so reingemacht, dass nur noch ein ganz schmaler Weg übrig bleibt, den die Ameisen also nehmen müssen, um zum Futter zu gelangen. Und diesen Weg, der so übrig blieb, habe ich so gestaltet, dass es so ein bisschen so aussieht, als würden die Ameisen so über die Hindernisse rüberspringen und wirklich nah am Boden immer bleiben und nur bei Hindernissen quasi so nach oben laufen. Und dann war meine Idee in dem Fall, dass wenn die, ich nenne es immer Idee, weil am Ende hat ja vieles einfach nicht funktioniert. Also war quasi die Idee, dass die Ameisen dann diese Ameisenstraße erstmal bilden und dass dann, wenn ich die Ameisen alle rausnehme, dass dann so eine Pheromonspur übrig bleibt. Und so eine Pheromonspur, wie so eine Art Geruchsspur, so einer Spur folgen ja Ameisen, also Arbeiterinnen. Und dann hätte ich quasi die Watte einfach entfernen können und eine einzelne Ameise reinsetzen können. Und ich hatte gehofft, dass diese Ameise dann genau dieser Spur folgt und es dann so aussieht, als würde die Ameise wirklich über diese Hindernisse immer so rüberlaufen, obwohl sie quasi ja auch kreuz und quer rumlaufen könnte. Das hat leider nicht funktioniert. Die einzelne Ameise ist halt trotzdem irgendwie kreuz und quer gelaufen und nicht bis zum Ende durchgelaufen. Und dann habe ich am Ende einfach das nochmal reingemacht in meine Arena und dann alle Ameisen durchlaufen lassen. Und ich finde das Video sogar ganz lustig. Aber es ist nicht ganz das, was ich ursprünglich wollte, weil in dem Spiel gibt es ja eigentlich nur Einwürfe. Also wollte ich das auch nur mit einer Ameise machen. Was bei allen vier Geschichten gleich ist, ist, dass ich den Ameisen nicht so viel Zeit gegeben habe. Entweder wollte ich das Video irgendwie schnell fertig haben,
oder ich wollte nicht so viel Ameisen in meinem Zimmer rumlaufen haben. Aber ich habe das eben nur irgendwie ein, zwei Tage ausprobiert. Es könnte also sein, dass wenn ich meinen Ameisen mehr Zeit gegeben hätte, dass sie dann mehr das gemacht hätten, was ich wollte. Das Fazit dieses Videos ist, man kann Ameisen nicht kontrollieren und selbst wenn sie dann mal das machen, was man machen will, dann machen sie das vielleicht später, als man das gerne hätte. Deswegen muss man zum einen akzeptieren, dass die Ameisen oft selber wissen, was am besten für sie ist. Das heißt, wenn ihr ein neues Nest kauft und die einfach nicht da hinziehen, obwohl sie das schon entdeckt haben, dann heißt es einfach, dass zu dem Zeitpunkt die Ameisen ihr altes Nest einfach besser finden, aus welchen Gründen auch immer. Und der nächste Punkt, den wir aus dem Video mitnehmen können, ist, dass man geduldig sein muss. Es kann manchmal einfach ewig dauern, bis die Ameisen ins neue Nest umziehen. Selbst wenn sie es präferieren, dauert es erstmal, bis sie es entdecken und bis sie dann nach und nach die Brut in das neue Nest tragen. Das habe ich nochmal an diesem Beispiel verdeutlicht mit dem Umzug ins neue Nest, aber man kann es natürlich auch auf andere Bereiche übertragen, wie zum Beispiel, dass die Kolonie irgendwie nicht so schnell wächst oder was auch immer. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.